Ja. Achso, ach ja, geht los. Also ich habe vergessen, den Aufnahmeknopf zu drücken. Mein Sohn kommt gleich, in 20 Minuten, 10 Minuten ungefähr. Da wollen wir es natürlich noch ein bisschen schön machen, die Abwasch erledigen und so, wie sie das gehört, wie man das so macht, wenn man Besuch bekommt. Ich habe neue Wasserkocher von Xiaomi, mit Warmhaltefunktion mit Bluetooth und WLAN, nicht mit WLAN, sondern Bluetooth. Ich bin schon mal hier auf 100 Grad eingestellt, also machen wir hier Wasser raus. Ich spüle hier mal die Teller ab, damit die halt sauber bleiben. Wasserhahn an, unten lege ich mal das Besteck rein. Perfekt. Eine Biene gefunden oder eine Wespe. Ja, so eine Summ, beste Biene. Einfach so läuft hier, perfekt. Oh, da ist er schon. Oh, da ist er. Das ist ein kleines Monster, aber ich bin noch nicht fertig. Ja. Also, geht los. Mein Sohn ist gerade gekommen. 10 Minuten früher als gedacht. Macht aber gar nichts. Abwasch ist in 10 Minuten erledigt. So rein, so Keller einmal spülen hier, ganz einfach. So, warte, wo mache ich das mal jetzt? Wasserkocher kocht immer vor jetzt, dann gehen wir mal ein bisschen Wasser. Das kann man einstellen bei der App, 1-2 Stunden. Dann wird jetzt immer ein Timer eingestellt, wenn jetzt auf 100 Grad ist, dann bleibt eine Stunde heiß. Deswegen ist der Abwasch auch relativ schnell fertig. Dann eben schnell hier Wasserkocher, guck mal, gerade ist der eingestellt gewesen. Dass es schön heiß ist. So, kein Haushalt. Wasserkocher kann ich wieder hier hinstellen. Einfach hier auf den Knopf, das einmal hier oben heißt kochen, hier unten heißt halten, Temperatur halten. In der App habe ich eingestellt, dass er auf 100 Grad ist, also kommt der automatisch auf 100 Grad hoch. Perfekt. Jetzt nehme ich mir natürlich meinen Resteeimer, das sind meine Lebensmittel. Die Wasserkocher könnt ihr im Hintergrund hören. Ich kann nicht sagen.
Pizzateller. Also die ganz, ganz großen Pizzateller. Einmal normal. Normal, großen Teller und Pizzateller. Der normale Pizzateller, der Schrank, im Jugendschrank, dass der schon so einen gelben Rand hatte vom Rauch in deiner Wohnung. Aufgefallen, habe ich jetzt gerade hier einen Stamm sauber gemacht. Ich mache mal. Aber ich habe irgendwie einen großen Teller rein. Kommentare einschreiben. Nö, der Sohn ist da, ich mache jetzt Abwasch. Ja. Manchmal kommt das vor, dass man sprechen wir uns dann ab. Weißt du, schreibe ich dir mal eine Nachricht. Wir sehen hier. Das ist gar kein Problem. Dann rege ich mich auch gar nicht auf. Aber ich gehe noch mal bei der Ziel, wenn einer zu spät kommt, kriegt der irgendwie ein Smoke-Problem oder was weiß ich. Keine Ahnung, was ich verquatscht soll. Nach dem Abwasch. Hier war alles wunderbar blitzeblank. Mein Sohn ist ja da. Und was sehen wir? 2 Minuten länger. Ich weiß gar nicht, um 5 Uhr bin ich angefangen. Ich mache jetzt hier noch heißes Wasser rein einmal. Wenn der Gulli durchgespült wird. Oder nicht halt. Was soll ich das sagen? Weil ich alleine wohne und nicht viel Wasser hier durchmache. Verstopft das manchmal oder fließt langsamer oder schlechter ab. Genauso wie in der Dusche, da mache ich auch manchmal so 1-2 Wasserkocher mit rein. So, einfach wieder hier auf kochen und auf halten. Und jetzt stellt das automatisch ein. Und ja, perfekt. Wie gesagt, bei einer Person im Haushalt wasche ich auch nicht ganz so oft ab. Ja,
Levi freut mich auf Levi. Das Levi freut sich auch. Aufgeräumt, Küche wieder sauber, nicht zu blank. Also kommt man dafür auch wieder. Kann ja noch Kaffee trinken. Und alles erledigt. Perfekt. Ich freue mich richtig. Daumen da oben da lassen. Ich habe ein bisschen geknibbelt. Ganz gerade ein bisschen nur. Ja. Daumen da oben da lassen. Mal Oldenburg, bla 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 bla. Steht alles da in den Kommentaren und so.